Herzlich willkommen zur neuen Bosetti Late Night Kommentarspalte. Ich muss zugeben, eure Reaktionen zur letzten Bosetti Late Night waren ein bisschen enttäuschend. Die waren so nett, völlig verstörend. Es ging um die Inklusion von Menschen mit Behinderung, darum, ob Humor dabei hilft oder nicht und darum, ob Luke Mockridge und der Die Deutschen Podcast überhaupt etwas mit Humor zu tun haben. Und ihr habt in den Kommentaren das fortgeführt, was schon in der Sendung vorkam. Ihr habt absurde Anekdoten aus dem Leben behinderter Menschen erzählt, die immer dann passieren, wenn sie in Kontakt mit Nichtbehinderten kommen. Scarlett6706 schreibt zum Beispiel: Kann ich bestätigen, das Leben im Rollstuhl kann witzig sein. Letztens beim Arzt im Wartezimmer gibt es einen Platz ohne Stuhl, eben für Rollis. Ich roll also darauf zu, als die Dame auf dem Stuhl aufspringt und mir ihren Platz anbot. Ich meinte dann nur, danke, ich sitze schon. Alle haben gelacht und das war schön. L3RI schreibt: Ich hatte auch mal eine Kollegin, die nur einen Arm hatte. Hab ihr zur Begrüßung beim Bewerbungsgespräch die Hand geben wollen. Beim ersten Arbeitstag hat sie sich extra, um einen Joke draus zu machen, so eine Tiny Hand an die Schulter geklebt und mich mit einem "Diesmal bin ich auf dich vorbereitet, du hoffentlich auch auf mich" begrüßt. Claudia Müller 5475 schreibt: Oh, die Freude der MDK-Besuche. Und sind Sie noch immer demenzkrank? Meine Mutter jedes Mal: Was soll der Quatsch? Ich bin kerngesund. Meine Kinder sind das Problem. Die vergessen ständig alles. Zack, wieder Ärger mit der Krankenkasse. Und das, liebe Kinder, ist der Unterschied zwischen Leuten, die etwas zu erzählen haben, und gewissen berühmten Comedians. Mr. Felicion 1986 schreibt zur Sendung: Nicht schlecht, aber immer noch nicht tiefgreifend genug. Aber davon ab, der letzte Punkt vom guten Mann im Rollstuhl oder wie auch immer das genannt wird, der trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, du hast recht, wenn du nach Ansicht der Sendung auf keine andere Idee kommst, als Raul Krauthausen Mann im Rollstuhl zu nennen, dann war sie wohl wirklich nicht tiefgreifend genug. Oder du hast nur so mittelgut zugehört. Nova Heu schreibt: Mit Zwangsgebühren finanzierte Hofberichterstattung der Regierung. Ich verstehe schon, dass ihr aus Effizienzgründen nicht alle Sendungen gucken könnt, unter denen ihr euren Quatsch absondert. Aber die Regierung ist in dieser Folge wirklich auffällig abwesend. Lisa Schwarzfunke 5176 schreibt: Man könnte auch sagen, der Markt regelt. In diesem Fall stimmt es wenigstens. Wer schlechte Witze macht, muss damit rechnen, dass sich das keiner anhören möchte. Ja, aber der Markt regelt in diesem Fall, wie in vielen weiteren Fällen übrigens auch, eben nicht. Das ist ein Aspekt, auf den wir in der Sendung noch hätten eingehen sollen. Das wollen ja Leute sehen. Viele Leute. Und alle Anstrengungen, auch die der Petition, richten sich darauf, Luke Mockridge und die anderen beiden zu maßregeln. Aber es ist halt auch eine Tatsache, dass deren Witze überhaupt kein Problem wären, wenn niemand über sie lachen würde. Doremi Faiso schreibt: Man kann Comedians mit Behinderung natürlich eine Bühne bieten, aber man muss sie nicht bevorzugen, weil sie eine Behinderung haben. Wenn ein Comedian mit Behinderung nur mittelmäßig witzig ist, dann wird er halt nicht so oft eingeladen zu den einschlägigen Sendungen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gehässig gegenüber Okan Sese meinst, der in der Sendung aufgetreten ist, aber ja, den Gedanken hatte ich auch. Es gibt auch Comedians mit Behinderung, die ich nicht wirklich witzig finde und die hätte ich auch eher nicht eingeladen. Aber Okan ist cool. Das ist auch keine positive Diskriminierung, das ist einfach guter Geschmack. Interessant war auch Madayano, der schreibt: Die Diskussion um dieses Thema hat hauptsächlich negative Folgen gehabt. Dann zählt er so ein paar Sachen auf, Cancel Culture, Aufmerksamkeit und kommt schließlich zu diesem Punkt: Manche Menschen könnten sich stärker zur AfD hingezogen fühlen, weil sie denken, man will uns unsere Witze verbieten. Du meinst also, dass wir Behindertenfeindlichkeit lieber einfach so stehen lassen sollten, weil sich Leute sonst stärker zur AfD hingezogen fühlen könnten, zur AfD, unter der es Menschen mit Behinderung noch viel schlechter gehen würde als jetzt? Lasst uns mal mehr Behindertenfeindlichkeit zulassen, weil sonst eine unter anderem behindertenfeindliche Partei an die Macht kommen könnte? Vielleicht möchtest du die Argumentation ja nochmal überdenken. Und weil die nächste Sendung erst im November ist, schreibt Google-Nutzer 9733: 17.11. Oha, was passiert mit der Oktober-Episode? Bitte bring die Sendung häufiger und regelmäßiger raus. Ja, das wird nächstes Jahr ein bisschen weniger chaotisch. Das ist einfach immer der dritte Sonntag im Monat. Außer im März und im Dezember. Das ist der zweite. Also okay, wir machen es so. Ihr schaltet einfach jeden Sonntag um 21.30 Uhr ein. Und wenn ihr Glück habt, läuft Bosetti Late Night. Und wenn ihr Pech habt, habt ihr immer noch Glück, dann läuft irgendwas anderes Schönes. Das war die Kommentarspalte für heute. Wir sehen und hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann.